In diesem Video erzähle ich dir, wie ich 4000 neue Follower in kürzester Zeit auf meinen Instagram-Account bekommen habe. Und das nicht, weil ich bereits so viele Follower habe und regelmäßig poste, sondern weil ich eine Sache gemacht habe, die aktuell sehr, sehr clever ist. Kurz vorweg, das ist kein Video, in dem ich dir von diesem einen Trick erzähle, der dir sonst was alles bringt oder dir dazu rate, zum Beispiel Follower zu kaufen, sondern ich erzähle dir super realistisch und transparent, wie ich das geschafft habe und wie du das auch schaffen kannst. Hi, ich bin Sina, Foodbloggerin und Social-Media-Beraterin und auf diesem Kanal hier zeige ich dir alles rund um die Themen Bloggen, Social Media und Selbstständigkeit. Also, was habe ich gemacht, um meine Followerzahl ja regelrecht explodieren zu lassen in dieser kurzen Zeit? Ich habe ein Reel gepostet, das viral gegangen ist. Das Thema Instagram Reels sollte dir inzwischen bekannt sein und kann eigentlich gar nicht mehr an dir vorbeigegangen sein. Das sind diese Kurzvideos, die am Anfang 15 Sekunden lang sein konnten und jetzt inzwischen 30 Sekunden. Ich bin mal gespannt, was sich in nächster Zeit noch so tut. Jedenfalls ist ein Reel von mir viral gegangen und hat eben mal 1,7 Millionen Menschen erreicht. Dabei sind im Endeffekt über circa 2 Wochen 4000 neue Follower dazugekommen, die ich diesem Reel auch wirklich zuschreiben kann. Also halten wir fest, Reels sind zumindest zum aktuellen Zeitpunkt der absolute Wachstumsbooster auf Instagram, zumindest wenn man es richtig macht. Ich werde dir jetzt ganz einfach beschreiben, was ein gutes Reel ausmacht, beziehungsweise was dieses Reel ausgemacht hat, warum ich glaube, dass es so durch die Decke gegangen ist. Und diese Punkte kannst du dann für dich nutzen, um ebenfalls richtig gute Reels zu erstellen, die das Potenzial haben, viral zu gehen. Ich bin zwar Foodbloggerin und mache Food-Content, aber die Punkte, die ich dir gleich nennen werde, die sind definitiv für jedes Reel relevant, egal aus welcher Nische. Der erste Punkt ist das Thema Trends. Ich habe dieses Trendthema der Feta-Pasta ganz gut abgepasst. Es war ein guter Zeitpunkt, weil es schon sehr viele virale Videos auf TikTok und auch auf Instagram gab und habe dann meine Variante dieser Feta-Pasta gemacht. Die war wiederum ein bisschen anders und überraschend, weil ich die Pasta nicht gekocht habe, sondern direkt in der Auflaufform mitgemacht habe. Und das war scheinbar ein Aufhänger für viele Personen, die an diesem Video hängen geblieben sind und das zum Teil auch gehatet haben, aber dazu kommen wir später nochmal. Beim Thema Trends muss man natürlich immer für sich entscheiden, ob man seinen kompletten Kanal auf einem Trendthema aufbauen möchte, beziehungsweise immer nur Trends nachgeht, weil das meiner Meinung nach nicht die nachhaltigste Art und Weise ist, einen Kanal bzw. überhaupt eine Marke aufzubauen. Denn wenn du nur dafür stehst, dass du irgendwelche Trends machst oder ja keine eigenen Ideen hast, dann spricht das nicht gerade für dich als Person oder als Marke. Aber ich finde, und das habe ich ja auch ausprobiert mit diesem Reel, man kann ab und zu mal so einen Trend mitnehmen, den auf seine Art und Weise interpretieren und ja auch zu deinem Thema passend ummünzen. Zweiter und super wichtiger Punkt für virale Inhalte ist die Teilbarkeit. Damit Content überhaupt viral gehen kann, muss er natürlich geteilt werden. Und überleg mal, was du für Inhalte teilst. Du teilst wahrscheinlich lustige Sachen, süße Sachen, wie zum Beispiel Katzenbabys, schockierende Sachen oder auch Sachen, mit denen du dich identifizieren kannst. Das ist der dritte Punkt. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass gerade so Themen, wo du dich einfach drin wiederfindest, ein kurzes Reel mit einem Spruch oder einer Sequenz, wo jemand etwas macht, was dir aus dem Alltag bekannt vorkommt und was vielleicht auch noch ein bisschen lustig ist, dass solche Videos eben sehr, sehr viel verbreitet werden. Es liegt einfach daran, dass wir uns persönlich damit identifizieren können und das dann gerne weiterschicken, um unsere Emotionen oder Gedanken oder auch unseren Humor wiederzuspiegeln gegenüber unseren Freunden, Familie, wie auch immer, wem auch immer du das schickst. Was mir bei meinem viralen Reel aufgefallen ist, ist, dass die Leute relativ früh angefangen haben, in den Kommentaren zu schreiben, also die Leute zu taggen. Und meine Vermutung ist, dass es einfach ein richtig gutes Signal ist für Instagram, was du ja auch selber gut verfolgen kannst, weil man bei Reels ja leider noch nicht in die Insights schauen kann. Also du siehst ja leider nicht, wie oft etwas geteilt wurde. Und wenn du es eben schaffst, dass die Leute andere taggen, damit die das wiederum sehen und vielleicht auch teilen, dann ist das ein sehr, sehr guter Faktor für Viralität. Wenn dir die Tipps bis hierhin schon mal weitergeholfen haben, dann lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft diesem Kanal enorm weiter, das glaubst du gar nicht. Und bevor es weitergeht, schreib mir auch jetzt gerne mal in die Kommentare, ob du schon mal ein Reel erstellt hast oder ob das für dich noch komplettes Neuland ist und ob du gerne mal von mir sehen möchtest, wie ich meine Reels erstelle. Vierter Punkt, und das ist ein Faktor, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschätzt ist, sind die ersten 3 Sekunden des Videos. Ich weiß von meinen YouTube-Videos einfach, dass es ultra wichtig ist, die ersten 3 Sekunden catchy zu sein, also die Leute wirklich zu fangen, damit sie nicht wieder wegskippen und sich denken, nee, irgendwie ist das nicht das, was ich erwartet habe oder irgendwie ist es langweilig. Und das ist bei Short-Video-Content, also bei Reels oder auch bei TikTok-Videos extrem
wichtig. Du kannst dir gerne mal meine Reels anschauen auf meinem Instagram-Account Cuisini, also meinem Foodblog, und wirst da sehen, dass ich darauf achte, dass die ersten 3 Sekunden immer sehr spannend gemacht sind oder sehr appetitanregend. Also ich nehme dann wirklich immer eine Szene aus dem Video, wo ich mir denke, okay, da bleibt man jetzt dran hängen, da denkt man, huch, was macht die denn da? Oder es ist einfach eine sehr, sehr leckere Szene. Zum Beispiel habe ich einen Tortellini-Auflauf gemacht und wickel den Käse so um die Gabel und es sieht einfach ultra appetitlich aus und man bekommt Lust, das Video weiterzuschauen. In wenigen Fällen würde ich sagen, ist es auch spannend, etwas entstehen zu sehen. Da gibt es auch bestimmte Themen, wo es fehl am Platz wäre, das Ergebnis vorher zu zeigen. Das wirst du aber dann sicherlich für dich sehr gut selber abschätzen können. Andere Personen setzen darauf, sich selbst zu zeigen ganz am Anfang und ja, damit einfach die Aufmerksamkeit zu catchen. Was ich dir nicht raten würde, wenn wir jetzt mal wieder zum Thema Food-Content gehen, ist, wenn du zum Beispiel etwas backst und dann in der ersten Szene Mehl in die Schüssel machst, Eier in die Schüssel schlägst. Das ist meistens relativ langweilig. Wenn du zum Beispiel einen Hefezopf machst und der vielleicht besonders cool geflochten ist, dann zeigt das doch am Anfang. Dann möchte man gleich weiter dranbleiben, weil man wissen möchte, wie der Hefezopf dann am Ende fertig geflochten aussieht. Am Ende möchte ich noch was zum Thema Qualität bzw. Quantität sagen. Mir persönlich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass meine Qualität gut ist. Ich setze darauf, das Ganze mit meiner Kamera, mit der ich auch hier filme, zu drehen. Was bei Instagram leider ein bisschen schade ist, ist, dass die Qualität extrem runtergerendert wird. Also im Endeffekt bleibt dann nicht mehr viel von der guten Qualität über. Deswegen kannst du es auch mit dem Handy machen. Du brauchst doch nicht so eine Qualitätsansprüche zu haben wie ich. Du wirst sehen, dass auch viele Handyvideos viral gehen. Wenn ich noch cleverer wäre, würde ich auf Quantität setzen und nicht so sehr auf Qualität. Denn ich habe beobachtet, dass Kanäle, die wirklich jeden oder jeden zweiten Tag ein Reel raushauen, sehr, sehr krass wachsen. Wenn du dir solche Kanäle anschaust, dann wirst du auch sehen, dass die immer wieder einem gleichen Muster folgen, also eine bestimmte Filmart haben oder so. Also die sind dann wirklich sehr darauf optimiert, dass es auch wirklich schnell gemacht ist, der Content, und schnell produziert ist, damit man überhaupt diese Masse an Videos hinbekommt. Was du auch sehen wirst, ist dann, dass manche Videos immer so ausschlagen, eher Potenzial haben, viral zu gehen oder sehr viele Views haben, und andere eher weniger Views haben. Das ist völlig normal. Wenn es so einfach wäre, viralen Content zu erstellen und damit immer einen Nerv zu treffen, dann würde es ja jeder machen und jeder können. Also versuche, deine persönliche Frequenz zu finden, in der du noch eine gute Qualität liefern kannst, aber in der du auch ein bisschen mehr auf Masse gehen kannst. Das werde ich jetzt in nächster Zeit auch versuchen, da einfach noch mehr Videos zu produzieren, um die Chance zu erhöhen, dass eines wieder davon viral geht. Noch eine kleine Warnung zum Schluss. Viralität bringt auch immer sehr viel Hate mit sich. Dessen musst du dir bewusst sein. Ich hätte damit gerade im Food-Bereich überhaupt nicht gerechnet, aber es war leider so, weil es auch die ganze Welt erreicht hat und nicht jeder mit meiner Machart der Pasta einverstanden war. Es war zu Beginn etwas schmerzhaft, muss ich gestehen, aber ich habe mich dran gewöhnt und man härtet auch so ein bisschen ab danach, finde ich. Überleg dir deshalb vorab gut, wenn du anfängst, potenziell virale Videos zu erstellen, ob du wirklich so viele Menschen erreichen möchtest und ob du damit auch einverstanden bist, dass dann eben blöde Nachrichten kommen. Bevor wir zum Fazit kommen, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und ihn cool findest, dann abonniere ihn jetzt gerne. Trendthemen können deinem Reel helfen, viral zu gehen. Überleg dir aber immer gut, ob du deinen Kanal nur auf Trends aufbauen möchtest oder ob du nicht lieber langfristig denken möchtest und dir nicht lieber deine Punkte raussuchst, für die du stehen möchtest. Gestalte die Reels so, dass sie teilbar sind. Schau dir da auch andere Videos an, die du gerne selber teilst, damit du dafür ein Gefühl bekommst, was überhaupt teilbar ist. Wichtiger Punkt dabei ist die Identifikation. Also kann ich mich persönlich mit diesem Reel, dem Rezept, dem Fashion-Video, dem Comedy-Video, was auch immer, identifizieren, und möchte ich es gerne anderen Personen weiterleiten, um mich damit selber auszudrücken. Die ersten 3 Sekunden des Videos sind extrem wichtig, da man eben beim Scrollen hängen bleiben muss, und finde deinen Weg zwischen Qualität und Quantität. Qualität ist zwar schon wichtig, aber umso mehr Videos du natürlich produzierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon mal viral geht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg!